Die Meeresschildkröten-Schutzstation im Norden Sansibars liegt direkt an einem der schönsten Strände der Insel. Die Station wurde 1993 von einem Einheimischen gegründet, um die Meeresschildkröten vor dem Aussterben zu retten und die Überlebenschancen dieser Tiere deutlich zu verbessern. Damals aßen viele Einheimische noch Schildkröten und verkauften Souvenirs aus ihrem Panzer. Doch dies konnte dank der Station gestoppt werden. Außerdem werden dort viele Schildkröten verarztet, aufgepäppelt und anschließend wieder freigelassen. In der Station gibt es eine große Lagune mit einem Steg. Auf dieser Treppe kann man den Schildkröten sehr nahe kommen und sie füttern. Am Eingang der Station befinden sich rechts und links jeweils ein Becken mit kleineren Meeresschildkröten. Und hier sieht man die Krankenstation, auf der sich Schildkröten mit Augenkrankheiten oder Flossenverletzungen erholen. Weiter geht es für die Touristen zum Lebenskreis einer grünen Meeresschildkröte. Hier kann man auch die Panzer und Eierschalen anfassen. Ein paar Stufen weiter befinden sich zwei Touristenpunkte. Am 28.04.2006 wurden auf mysteriöse Weise ca. 400 Delfine an Sansibars Stränden angespült. Die Ursache ist bis heute nicht ganz geklärt. Direkt gegenüber befindet sich ein großes Skelett eines Buckelwals. Es wurde vom Festland nach Sansibar gebracht. Weiter, im hinteren Abteil der Station, gibt es ein Gehege mit Land- und Sumpfschildkröten. Was auch ebenso zur Station gehört, ist eine zweite Lagune direkt hinter der ersten. Direkt an der Station gibt es mittlerweile zwei Bungalows. Der erste hat 4 Zimmer. Direkt daneben gibt es einen neuen Bungalow mit 6 Zimmern. Zwischen Station und dem neuen Gebäude gibt es die Seafood Kitchen, die sowohl Touristen als auch uns Volontäre bekocht. Vor der Station direkt am Meer ist das Seafood-Restaurant und ein kleiner Shop. Alle Zimmer haben 2 Betten, einen Tisch und ein Bad mit Dusche. Als Volontär bekommt man 3 Mahlzeiten am Tag. Zum Frühstück jeden Tag frisches Obst und Pfannkuchen. Zum Mittag- und Abendessen wird dann eher europäisch gekocht. Um 7.30 Uhr heißt es als erstes die Krankenstation putzen. Hierbei wird das alte Wasser entsorgt und die Eimer werden geputzt. Anschließend werden sie mit frischem Wasser gefüllt. Zeitgleich werden die beiden großen Becken ebenso geputzt und neu befüllt. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die verletzten Schildkröten mit Medizin zu versorgen. Danach gibt es erst einmal ein ausgiebiges Frühstück. Zwischen Frühstück und Mittagessen gibt es immer unterschiedliche Dinge zu tun. Zum einen das Putzen der größeren Schildkröten aus der Lagune, das Befreien von Algen der Netze, das Wasser der Sumpfschildkröten wechseln, Seegras sammeln oder den Strand aufräumen. Nach dem Mittagessen wurden die Schildkröten schon gefüttert und man wechselt nochmals das Wasser und verarztet die verletzten Schildkröten.
Der Release Day findet jährlich am 20. Februar statt und ist eines der größten Ereignisse auf der ganzen Insel. Ganz klar, dass man da viele Vorbereitungen treffen muss. Fast alle Schildkröten der Station werden freigelassen. Diese müssen natürlich vorher geputzt, gewogen, beschriftet und vermessen werden. Außerdem wird der ganze Strand von Lungwi gesäubert. Hierbei helfen sogar Freiwillige aus dem Dorf mit. Am eigentlichen Release Day wird jeder eine Aufgabe zugeteilt, damit alles reibungslos verläuft. Für die Besucher gibt es Verkaufsstellen und Unterhaltungsprogramm den ganzen Nachmittag. Derweil wird in der Station alles für die Freilassung vorbereitet. Ist dann alles fertig, geht es auch schon los und die Schildkröten werden auf die Boote verteilt. Zuerst werden die größeren Schildkröten freigelassen. Danach geht es an den Strand von Kenpa, um die Kleinsten in Form eines Rennens freizulassen. Wenn man Glück hat, kann man dabei sein, wenn Schildkröteneier ausgegraben werden. Diese kommen dann in die Station, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Trotz der Arbeit in der Station hat man als Volontär dort viel Freizeit für Ausflüge und genug Zeit, die Insel richtig kennenzulernen. Gewisse Ausflüge wie Schnorcheltrips oder die Safari Blue Tour sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Wenn man mal nicht gerade weit weg möchte und das Wasser gerade weg ist, kann man direkt vom Strand zur Riffkante laufen. Oder man läuft am Strand in Richtung Sandbank, die nur 15 Minuten entfernt ist. Alles in allem ist zu sagen, dass es wirklich eine großartige Erfahrung war und ich bin sehr froh, diese Reise gemacht zu haben. Dank World Unite und den Leuten vor Ort ist diese Zeit wirklich zu einer der besten Zeiten meines Lebens geworden.